Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stranded Deep bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren Guide. Und zwar heute zu einem Boss-Guide. Und viele von euch werden die Stelle vielleicht schon kennen. Das ist die Stelle von ihm hier, der große Abaya. Und den wollen wir uns heute mal genauer anschauen und ihn ja natürlich besiegen. Wichtig hierfür, nehmt euch einige Speere mit. Ich habe hier auch immer gern ausgefeilte Speere dabei. Das musste ich auch selber erstmal lernen. Die Dinger machen deutlich mehr Schaden als jetzt hier die primitiven Speere und halten dadurch den Kampf deutlich kürzer und die Gefahr, Schaden zu nehmen, dadurch natürlich auch. So, das Zweite, was zu wissen ist, ist, dass dieser Kampf hier ja meiner Meinung nach am besten unter Wasser geführt werden sollte. Von daher nehme ich hier noch den Atemschub mit und zusätzlich Verbandszeug. Falls er euch packt, wird er euch Blutungsschaden machen. Und dann könnt ihr euch mit dem Verbandszeug wieder heilen. Ich nehme also einen kräftigen Schluck von meinem Atemschub und dann gehen wir hier direkt rein und stellen uns dem großen Abaya. Da ist er, kommt hier direkt raus und wir können ihm auch direkt ein bisschen Schaden machen. Und wichtig ist, wenn wir ihm Schaden machen, dann wird er erstmal weg von euch schwimmen und dann im Grunde, ja, wie ihr seht hier, wieder ankommen und ausholen, um euch zu packen. Und wenn ihr hier in diesem kleinen Versteck seid, sage ich mal, da seid ihr relativ sicher vor ihm, denn hier wird er euch nicht angreifen. Und deswegen schieße ich gern meine Speere von hier aus. Und ihr seht, er wird immer wieder umdrehen, ausholen, um euch zu attackieren. Und ich bleibe einfach hier unten in dem Frack hängen und mache ihm von hier ordentlich Schaden. Und wir haben ihn jetzt schon zur Hälfte dank unserer schönen ausgefeilten Speere. Aber ihr seht, das würde theoretisch auch mit primitiven Speeren gehen. Solange ihr das trefft, der wird immer wieder umdrehen, aber ihr seid hier unten im Grunde auch sehr, sehr safe vor ihm. Jetzt habe ich leider selber keine ausgefeilten Speere mehr, deswegen geht es jetzt zu den primitiven. Und wenn er jetzt hier um das Floß einmal rumgeht, dann gehe ich einmal kurz Luft schaffen, um mich hier ein wenig, schütze ich mich an dem Frack selbst wieder. Und dann gehe ich wieder runter in meine kleine sichere Lücke, bevor er mich hoffentlich packt. Nicht packt, sage ich mal. Wenn er euch packen sollte, nutzt die Chance und wenn ihr den richtigen Winkel reinbekommt, habt ihr auch da die Möglichkeit, mit Stoßattacken ihm ordentlich Schaden zu machen. Und das solltet ihr auf jeden Fall nutzen und euch dann im Anschluss direkt verbinden und euch damit auch wieder ein Stückchen zu heilen. Aber ihr seht, wenn ihr hier in eurer kleinen Luke bleibt, in eurem schönen Versteck, dann habt ihr wirklich die Chance, ihn easy zu besiegen, vielleicht sogar noch ein paar Speere hier euch zu sichern und im Anschluss hier den Bauplan für das Triebwerk und eine Trophäe freizuschalten. Das ist es, das ist der große Abaya und der kleine Boss-Guide, den ich euch heute hier zeigen wollte. Und ich hoffe, der hilft euch. Lasst ein Like da, wenn ja, lasst einen Kommentar da, wie ihr den großen Abaya besiegt. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, auch immer gern ein Abo. Bis zum nächsten Mal und tschüss.